Moin moin, liebe Achievement Hunter. Heute geht es um den Erfolg köstliche Ogerspeisen. Das Ganze machen wir bei den Steinzornklippen. Dafür benötigt ihr auch die Tagesquest Angriff auf die Steinzornklippen. Und zwar müssen wir für den Erfolg 3 verschiedene Buffs mal wieder aufrechterhalten. Oder waren es 2? Ich glaube 3. Dafür könnt ihr hier an der Stelle, wo ich bin, 4913 und Umgebung essen. Auch praktisch, ihr könnt direkt bei 4913 stehen bleiben und Cross-Realm Assist benutzen, um einfach die Server hin und her zu switchen. Ich habe hier aktuell 2 Debuffs. Das eine sieht aus wie ein Fleisch. Das andere wie ein Spieß. Und hier haben wir so ein Steak, das essen wir jetzt auch nochmal. Gab keinen neuen Buff, kacke. So, warum wir ein bisschen in Eile sind, ist, wir haben immer nur 2 Minuten den Buff auf uns und wir müssen innerhalb dieser 2 Minuten halt gucken, dass wir alle Buffs, also alle 3 Buffs gleichzeitig aktiv haben. Das haben wir an anderer Stelle auch schon gehabt. Hier ist das Blöde, hier muss man immer ein bisschen kämpfen. Deswegen empfehle ich hier ganz klipp und klar, den Serverwechsel geht am schnellsten. Zieht nicht so viel, es sei denn, ihr macht halt Big Damage, dann könnt ihr das theoretisch machen. Sonst muss man auf den Respawn warten. Ich danke fürs Zusehen. Falls noch Fragen an der Stelle sein sollten, schreibt sie mir in die Commentary-Box. Ich versuche euch so schnell wie möglich zu antworten oder zu helfen. Ich danke euch und wir sehen uns demnächst in der World of Warcraft. That's a cool face. Want a date?